Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Ihr wundert euch vielleicht, wieso wir draußen sind. Es gab da ein kleines Problemchen mit den Speicherständen. Und zwar habe ich in der letzten Folge, die ihr kennt, vergessen abzuspeichern. Beziehungsweise habe an der falschen Stelle gespeichert und dann auch noch schnell gespeichert. Sodass bei der nächsten Aufnahme, die leider fehlgeschlagen ist, weil ich das falsche Audio-Interface ausgewählt hatte, mir die Speicherstände dann flöten gegangen sind, da ich natürlich da auch schnell gespeichert habe und bla 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 bla. Also um es kurz zusammenzufassen, in der Höhle war tatsächlich nichts Besonderes mehr, außer einigen Goldstücken. Mann! Außer einigen Goldstücken und ich finde das gerade ziemlich krass, wie das Wetter sich gechanged hat. Einigen Goldstücken und halt ein paar Dietrichen. Ja, ansonsten war da wirklich nichts mehr groß. Von daher... Also wenn... Das Wetter ist ja wie in Berlin hier. So, dann in der Aufnahme, die ich gemacht hatte, die ihr nicht kennt, bin ich hier hochgegangen. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Aber ich muss mal ganz kurz den Kollegen da, der ist mir gerade ins Auge gefallen. Also vielleicht nicht ins Auge gefallen, aber... Ich habe ihn bemerkt. Ins Auge gefallen tut ein bisschen weh. Was war denn das jetzt, die Sache? Er ist nicht schon wieder. Nö. Oh, der hat uns sogar bemerkt. Also jetzt... Nee, doch nicht. Sag mal. Das sehe ich auch noch so unglaublich viel. War abgerutscht. Aber noch getroffen. Oh, der war schön. So, dann schauen wir nämlich mal ganz kurz da rein, was da drin ist. Und da oben, ja, die Gegend hier ist unglaublich geil. Ich werde in Zukunft die Folgen wieder etwas länger machen. Bewusst länger machen. Oh, okay. Aus dem Grunde, da wir wirklich so viel erkunden und rumlaufen... Dass ihr da dann etwas mehr von habt. Der wird uns da hinten jetzt nicht entdeckt haben. Ach, da ist auch noch einer, okay. Ich muss da von unten reinkommen. Horun. Okay, von der Festung habe ich noch nie was gehört. Aber umso. Oh, verdammt! Umso besser. Los, komm her, Vögelchen. Den vögeln wir jetzt in dem Sinne. Huah! Alter Schwede, war der knapp gerade. So. Eisenpfeile. So, wo ist dein Kollege? Den noch gesehen. Wow, 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 wow. Oh, zwei Kollegen, verdammt. Ich glaube sogar drei. Ich bin noch nicht ganz sicher. Boah, so, der erste ist weg. Boah. Aua. Gib doch mal Ruhe hier. Bäh. Ins Face! Bam! So. Haben wir irgendwelche Pfeile? Ja. Sehr schön. So. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie zu wenig Eisenpfeile oder so. Ist das das Richtige gewesen? Ja, okay. Dann schauen wir mal. Das Wetter spinnt gerade, ne? Eine Silbervase, ein bisschen Gold. Eine kaputte Kiste. Eine Treppe. Nichts Sonderbares. Okay. Dann. Wieder runter. Schauen wir nochmal in die Ecken rein. Aber ich glaube, außer der Tür gibt es nichts Großes. Jetzt scheint wieder die Sonne. Dieses Wetter hier komisch. So. Hier speichere ich jetzt schnell. Aber am Ende jeder Folge werde ich es richtig speichern. Das ist definitiv besser. Na, Katze, alles in Ordnung. So. Moin, Jungs. Ah ja, das ist schon der erste. Bam. Zack. So. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Ja, Katze, da ist keine Höhle mehr, ne? Ich habe nämlich neulich umgebaut in meiner Bude. Und meine Katze hat sich noch nicht so wirklich dran gewöhnt. Nur so halb. So, ich denke hier bei diesen... Oh, bei diesen Gräbern immer, da kommt gleich ein Drauger raus. Wie mal ein bisschen zu viel Skyrim gespielt. Sowas. Oh, 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 okay. Hm, das Ding wiegt richtig viel, aber der ist auch richtig gut. Zumal. Ach nee, die zwei hin nicht. Beseitigen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was beseitigen macht. Oh je. Nee, nee. Ich glaube, die müssen wir liegen lassen. Ja, wir müssen ganz dringend verkaufen gehen. Wir können uns die Location ja mal merken hier. Ich vergesse das wahrscheinlich sowieso wieder. Aber da müssen wir nochmal irgendwann herkommen.
und uns die Axt krallen, weil ich glaube, die dürfte auch drin bleiben. Die dürfte, sollte, könnte nicht verschwinden. Hier sieht es irgendwie unheimlich aus. Das Gefühl ist eine Falle. Nein, ein Typ, der mit Eisbällen wirft. Headshot! Du Arsch! Ich will einen Headshot machen, das bleibt da. So. Alte Holztür. Hier ist so ein Gitter. Ich glaube, hier kommen wir erst. Ja, da können wir später durchkommen. Eigentlich wollten wir nach Brumar. In der vorherigen Aufnahme habe ich das sogar gemacht. Da habe ich es geschafft, nach Brumar zu kommen. Aber auch nur, weil es irgendwie direkt auf dem Weg lag. So. So, und gleich den da hinten auch noch. Oh, der war zu niedrig. Viel zu niedrig. Jetzt, boah, was ist das denn? Ich sehe da ja gar nichts. Ja? Es hat sich ausgezwitschert. Oh, da ist noch einer. Ich weiß nur noch nicht, wo. Da ist doch was offen. Nee, doch nicht. Das ist nur sein Flügel. Hier ist doch irgendwas faul. Hinter uns kann keiner sein. Wir haben die Gänge gecheckt. Da. Bats. Wie traue ich dem Braten hier nicht? Hier ist ein unglaublich dichter Nebel. Es kann natürlich auch einfach nur sein, dass es so ein bisschen atmosphärisch sein soll. Irgendwie hat diese Höhle etwas an sich, oder diese Burg, diese Festung, was mir nun gar nicht gefällt. Vielleicht fantasiere ich auch noch schon wieder zu viel rum. So, nochmal schnell abgespeichert hier. Ich hoffe ja mal, dass ich vorher meine Festplatte gereinigt habe. Nicht, dass hier wieder die Aufnahme irgendwo hängen bleibt. Aber ich habe ja extra in weiser Voraussicht die Aufnahmeoption optimiert. Da leuchtet was Grünes aus irgendeinem Grund. Ich hoffe mal, dass das lediglich irgendwie so eine Täuschung ist. Boah. Nicht abhauen. So. Bam. Schön in die Brust. Das wäre eigentlich die perfekte Umgebung für Geister hier, um ehrlich zu sein. Aber um noch ehrlicher zu sein, hätte ich gar keine Lust jetzt auf die. Aus dem einfachen Grund, da wir bei denen nicht viel Schaden ausrichten können. Da wir ziemlich krass auf Bogen geskillt sind. Oder auf den Fernkampf. Und daher nicht wirklich viel mit Magie am Hut haben. Dem einzigsten Element in Anführungsstrichen, was bei Geistern eigentlich richtig wirkt. Wie das wird hier irgendwann. Sieht irgendwie alles so unheimlich aus. Zu den Hallen. Speichern wir mal lieber gleich nochmal ab. Ich staune ja auch, dass hier keine Untoten oder sowas sind. Aber wo Kobolde sind, da. Ich glaube, da braucht man keine Untoten fürchten. Irgendwie wünsche ich gerade, ich hätte das nicht gesagt. Aber wir sind bis jetzt sehr gut durchgekommen. Okay. Oh, verdammt. Uns gerade einer mitbekommen anscheinend. Oh. Pfeile, von denen haben wir ganz wenige. Alles klar. Liebe Entwickler, dort ist ein Bug. Hä? Ja, da ist in der Tat ein Bug. Der wird vermutlich hier in der Ecke irgendwo rumhängen. Ja, da. Aber wir haben hier diesen kleinen Vorsprung. Der ist ganz gut. So. Ich hoffe mal, das verzweigt sich dann hier nicht irgendwo noch so eklig. Sowas mag ich ja gar nicht. Weil dann wird es richtig unübersichtlich. Na nun. Ach, so. Okay, alles klar.
Wir schauen mal ganz kurz, genau, das war auch nicht schlecht, ganz kurz auf die Karte. Okay. Gut, nächster Durchgang. Die Tür ist im Arsch, Jungs. Hey. So, ich dringend mal eine neue Tür organisieren. Ja, ich weiß, ich speichere gerade sehr viel. Aber das hier ist so ein Ort. Da weißt du irgendwie nie, was hinter der nächsten Ecke lauert, ne? So. Zumal diese Ecken hier ziemlich schwer zu durchschauen sind. Wow. Krass, ey, diese Lichtreflexion oder was auch immer das sein soll hier. Die machen es einem echt schwer, überhaupt was. Also, sie irritieren halt. Es ist nicht schwierig, was zu erkennen. Wobei auch etwas. Aber das primäre Problem ist, dass sie einen ganz schön ablenken. Was haben wir hier? Gar nichts. So viel. Warte mal, ich opfer mal einen Pfeil. So. Aber was mir auffällt, wo ich gerade rumstaune, wir sind noch keine Falle gestoßen. Jetzt sieht es irgendwie aus, als ob hier ziemlich alt wird, gerade von dem Gemäuern her. Die Gegend wirkt gerade kein Stück seriöser. Ich laufe mal etwas langsamer. Nicht, dass wir noch gehört werden. Boah. Moin! Nicht abhauen. Hab mal so ausgewichen. Hier ist eine Kiste. Da ist keiner. Trank der Bannung beseitigen an selbst. Ich muss unbedingt mal nachschauen. Oder ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was nochmal beseitigen bewirkt. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Verdammt. Aber ich muss sagen, von der Bilanz her ist es in dieser Folge besser mit den Schlössern. Also in der vorherigen Folge, ne? Die ich ja dann gelöscht habe, weil da der Sound verkackt war. Ey, da habe ich wirklich so viele Dietriche verbraten. Ich bin gar nicht klargekommen bei den einfachsten Schlössern. Das ist so schlimm gewesen. Voll gedemütigt gefühlt. Boah! Verdammt. Er hat in eine andere Richtung geschossen, als ich vermutet habe. Aber dafür hat er gleich zwei Pfeile schön in die Brust gekriegt. Beziehungsweise ich glaube, der eine war an der Schulter. Oh je, kann man. Kann man, klingt sehr vertrauenserweckend. Gleich nochmal abgespeichert hier. Und wie ist das hier? Ich glaube, da hinten geht es jetzt richtig zur Sache. So. Der ist gar nicht erst dazu gekommen, sich zu wehren. So muss das sein. Das ist eine normale Tür. Was? Ich will hier nicht sein. Hallo? Da liegt jemand rum, glaube ich. Oh, hier sieht's ja krank aus. Ein Wort an die Level-Designer. Krasser Job. Okay, ich glaube, der lebt schon lange nicht mehr. Alter, da hinten ist ein Troll. Das ist schlecht. Das heißt, wir speichern definitiv ab. Beseitigen an selbst. Vielleicht hat das was mit diesem Viech da hinten zu tun. Ich weiß es nicht mehr. Ah, okay, doch, den kriegen wir schnell down. Aber ich muss sagen, dass ich die Viecher überhaupt nicht ab kann, weil die viel zu schnell sind. Boah. Boah, verdammt. Verdammt, der heilt sich selbst, der Arsch. In die Fresse! Ich glaube, er ist tot. So. Okay, das ging ja mal relativ zügig vonstatten. Ja, der sieht nicht mehr so lebendig aus. Achso, toter Schatzjäger. Bisschen Gold. Das kann man nicht gebrauchen. Also, wenn wir hier
nicht auf irgendwas Interessantes stoßen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich interessiert gerade, was da unten ist. Einfach guck noch wieder hoch. Okay, dann schauen wir vielleicht mal. Tatsache, eine Kiste. Eine leichte Kiste. Muss ich wirklich mehr konzentrieren, was die Schlösser angeht. Und 16 Gold für einen verkackten Dietrich, naja. Okay. Viel mehr war da unten nicht. Da hängt Penisse aus der Decke. Hier gehen wir mal direkt weiter. Ich sehe da noch eine Kiste. Ich glaube, dann sind wir auch durch. Hier liegt noch ein kleiner süßer Knochen. Hier liegen noch mehr süße Knochen. Da ist eine Truhe, die sie. Was? Oh! Was ist los, mein Junge? Okay, das Schwert ist jetzt nicht so crank, aber... Alter, was für eine kranke Kette ist das denn? Die ist ja mal richtig mies. Haben wir überhaupt schon eine Kette um? Nee, wa? Nö. Miese Scheiße, ey. Schade, dass wir die Claymore nicht noch mitnehmen können. Das haben wir schon zwei oder drei. Also mit dem Zwergenschwert mitgezählt. Oh. Haben wir schon drei Waffen jetzt liegen lassen müssen. Wo wir wertmäßig, glaube ich, schon fast auf 1000 Goldstücke kommen würden. Ja, okay, also Grundwert ist ja immer dann doch ein bisschen weniger bei den Händlern. Puh, so, jetzt sind wir hier. Crankshit, Jungs. Absoluter Crankshit. Die Höhle war ziemlich krass hier, oder diese Festung halt. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher gemacht haben. Vorher, das war zwar hier mal ein bisschen Gold und so, ich glaube ein interessanter Gegenstand. Aber ansonsten war die Ecke hier ziemlich crank. So. Really nice shit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich glaube, es dürften jetzt irgendwie 25 Minuten sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Vielleicht etwas mehr oder weniger. Alter, das Wetter geht mir voll auf den Zent. Auf den Zeiger, ne? Glaubst du mir das? Vor allem hier oben in den Bergen. Gewitter. Hier dürfte irgendwo ein Wolf sein. Wenn der noch da ist. Also letztes Mal war er hier. Sein, dass der. Nein. Dass er irgendwie woanders hingezogen ist. Oder hier irgendwie über die Brücke gelatscht ist? Nö. Hm. Keine Ahnung. Letztes Mal war hier ein Wolf. Ach so, ja. Nee, der kann ja gar nicht hier sein. Der dürfte da unten. Ja, da liegt er. Da. Nee, doch nicht. Da liegt er doch nicht. Dann liegt er wahrscheinlich da. Ja, ich glaube, da liegt er. Stimmt. Ich muss ja woanders lang, da war ich ja da hinten irgendwo schon. Aber noch nicht im Romane. Sondern halt einfach ja so rumgewandert. Ah, hier schneit's wieder, siehst du. Vor allem wieder, ihr kennt das ja noch gar nicht. Das hatte ich noch in der vorherigen Aufnahme, die ja fehlgeschlagen ist. Da war ich ja schon ganz gut weitergezogen. Aber gut, das können wir jetzt nachholen, das ist ja alles kein Problem. Da liegt noch eine Leiche. Aber ihr seht, viel Interessantes war hier nicht, oder beziehungsweise ist hier im. Wurmholz. Den nehmen wir mal mit. Ach, Wermutblätter, okay. Ich dachte gerade, was ist das denn? Okay, ich dachte gerade, Magica lädt sich vielleicht schneller auf, wenn man stehen bleibt. Aber dem ist nicht so. So, danach bin ich links lang gelaufen. Also ich bin jetzt hier quasi hochgelatscht an der Brücke. Was rechts ist, weiß ich nicht. Und geradeaus geht es noch weiter Richtung Grenze, Richtung Skyrim. Wir können ja mal vielleicht einen Blick über die Grenze werfen. Dort hinten seht ihr Skyrim. Also da beginnt Skyrim. Natürlich können wir jetzt da vermutlich mal ganz stark nicht hingehen. Beziehungsweise vielleicht schon, aber da werden wir nicht viel finden. Das kommt nochmal hoch da. Ja, so. Hier war ich noch nicht auf der Ecke gerade. Und dort hinten, da, ganz hinten, da, irgendwo Skyrim.
Könnt ihr mal schauen. Hier sehen wir es. Dort ist Skyrim. Wir können ja hier vielleicht einfach mal runterlatschen. Ja, ja, ich weiß, wir gehen schon wieder einen anderen Weg, ursprünglich geplant. Was tut dieser Weg? Geht er zur Brücke? Ja, der Weg geht zur Brücke. Okay. Ah, dann treffen sich die Wege hier unten. Okay. Dann weiß ich nämlich auch, wie man an die Brücke oben rankommt. Okay, der Weg ist dann leicht sinnlos hier eigentlich auf der Ecke. Aber gut. Ich glaube, wenn man es hier runter geht, wohin kommt man denn da eigentlich? Ach so, das wird dann wahrscheinlich hier hinten so lang pimmeln. Hm. Ah, hier sind auch kaum noch Gegner. Ah, das war mein Knie. Ah. Hier sind halt kaum noch Gegner und so. Überhaupt ist hier relativ wenig nur noch. Naja, ist halt Grenzgebiet in dem Sinne. Moment mal. Okay, boah, ich dachte gerade, ich habe einen Ogre gesehen, aber eigentlich war es nur eine Täuschung. Ey, nee, also den hätte ich mir jetzt nicht vorgeknüpft. Glaube ich, ein Ogre ist dann doch eine Spur zu hart. Ist nicht drauf geachtet, ob die Lebensenergie schon voll war. Also hier ist nichts Besonderes mehr, glaube ich. Aber man weiß ja nie. Vielleicht verschicken die Entwickler irgendwo irgendwelche Easter Eggs oder so. Na, hier sind zum Beispiel die ganz hohen Berge. Da kommst du gar nicht mehr hoch. Da ist dann quasi das Spielende in dem Sinn. Das Spielende. Aber ist schon krass, die Umgebung hier, ne? Vor allem hier ist so eine Ruhe auf der Ecke, ja. Was zur Hölle macht der denn hier? Kollege, ich habe gerade von Ruhe gesprochen. Du störst diese Ruhe! Da hinten ist noch einer. Ich speichere mal lieber, falls es jemand anderes ist. Nein. Was? Nur weil du eine Frau bist, hast du jetzt ausnahmsweise nichts mehr zu sagen. Ja, fail. Ah! Das ist nämlich einer der Frauen, die ich nicht leiden kann. Diese dreckigen Banditen hier, ey. So, ein Silberdolch hat er dabei, okay. Silberpfeile und ein Dietrich. Gebratene Ratte ist nicht so lecker. Lebenstrank. Da, schau her. So, da oben ist ein Zelt. Das müssen wir nochmal ganz kurz inspizieren. Das ist eine Truhe. Und ein Bett. Eine leichte Truhe, okay. Ah. Ich wusste eigentlich, dass der daneben geht, aber... Oh, wir können Level abmachen und stehen direkt neben dem Bett. Ich wusste eigentlich, dass er daneben geht, deswegen... Das verarschen, Alter. Eine Kristallkugel und Silberkrug. Na egal. Wenigstens Level ab. So, wir haben es jetzt 8 Uhr abends. Ich würde sagen, dann machen wir locker 12. Nee, nicht 12. Machen wir 10 Stunden draus. Mal 8 Stunden draus. Bis 4 Uhr. Bis 4 Uhr ist gut. So. Stärke auf jeden Fall. Schnelligkeit definitiv. Und ich würde noch Geschicklichkeit nochmal dazu nehmen. Konstitution ist auch nicht schlecht. Brauchen wir aber eigentlich weniger. Deswegen ist Schnelligkeit, Geschicklichkeit schon ganz gut. Willenskraft wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ah, ich denke, das ist eine ganz gute Kombi so. So, 4 Uhr morgens. Und wenn mich nicht alles täuscht, geht es hier direkt nach Pumar auf diesem Wege. Aber den großen Weg nach Pumar sozusagen, den schlagen wir dann beim nächsten Mal ein. Wir nehmen jetzt hier noch den Wolf auseinander. Ob du dich Timberwolf nennst oder sonst was. In die Fresse. So. Wir dürfen irgendwo noch einen Pfeil im Boden stecken. Keine Ahnung wo. Es ist zu dunkel. Hm, egal. Können wir mal auf die Karte schauen. Dort ist Pumar. Also wir sind auf relativ direkten Weg jetzt. Punkt.
Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Wir sind auf relativ direkten Weg jetzt dorthin. So, das kann man vielleicht noch etwas ergänzen. Was ich interessant finde, der Schnee bewegt sich mit, wenn man läuft. Aber das Wetter spinnt sowieso die ganze Zeit rum. Es wechselt die ganze Zeit zwischen Schnee, Sonne, Gewitter. Wie im Real Life. Oh, hier sind da drei. Hey, nicht abhauen. Brauch dich noch. Mal wieder schön auf Jagd gehen. So, der andere lag dort hinten irgendwo. Den dritten lasse ich jetzt einfach mal laufen. Keine Lust, ihn bisschen her zu crappen. Drachenklauerfelsen. Okay. Mir scheint, als ob hier irgendwas ist. Schauen wir mal auf die Map. Ach so. Wo endet denn das? Oder wo ist denn das? Oder ist es einfach nur so eine Markierung? Ach so, da ist was auf der Karte markiert. Oh, ich glaube, da ist nichts weiter. Das ist einfach nur da. Also genau, hier wäre das eigentlich dann. Oh, hier. Okay, hier ist aber nichts weiter. Ich glaube, hier geht es weiter nach Umar. Genau, hier ist dann so ein Weg. Ja, wenn wir jetzt ein Stück weiterlaufen, dann landen wir genau da, wo ich in der vorherigen Aufnahme schon mal gestanden habe. Nur, dass ich da etwas anders gelaufen bin. Und dieser Weg war hier sogar besser, da hier ja noch ein paar Viecher waren, noch ein blödes Banditenlager, wo wir ganz viel rauskriegen konnten. Na gut, zwei Dietriche waren dabei. Hopp, aber einen Dietrich haben wir auch verloren. Aber ist ja egal. Wir haben genügend noch. So, hier kommt nichts weiter, das weiß ich schon so. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Jetzt werde ich demonstrativ abspeichern. Ich muss mal schauen, warte mal. Der hier war das genau. Hier sind wir nämlich schon im Brumar. Das war noch vor der Höhle. Hier ist Brumar. Alles klar. Dann speichere ich einfach den hier mal drüber. Ja. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge dann, ne? Haut rein. Ciao.